to you. So, Leute, so. Hier wären wir bei einem Tierlist-Maker. Und ja, coole Nachricht, die ich gerade bekommen habe. Egal. Willkommen zum Tierlist-Maker. Tiermaker für die Tierlists auf YouTube. Ein neues Videoformat, was ich ausprobiere, weil es vorgeschlagen wurde. Sonderfall. Und hier oben schreiben wir stattdessen. Rage. Oder? Obwohl, dann müsste ich Strecken einteilen, die mich zum Ragen bringen. Wäre auch interessant, aber... Tja. Vielleicht eine Strecke, die ich niemals spielen würde. Niemals. Spielen. Warum auch immer ich das alles hier geschrieben habe, Alter. Okay, die erste Strecke ist, suchen wir mal aus hier. Definitiv die neue Strecke Yoshi's Island. So. Die kommt ganz hoch oben zum Champion, ganz, ganz klar. Weil ich sie ganz, ganz geil finde. Weil sie erstens neu ist, zweitens... sehr innovativ und sie hat Birdo eingeführt. Yep. Und es gibt noch ein paar geheime Charakter mehr. Die Strecke ist kurz, aber knackig und wirklich macht Spaß, durch Yoshi's Island zu fahren. Da komme schon zur nächsten. Da muss ich mal gucken. Ja, wir nehmen mal Baby Park. Würde ich niemals freiwillig spielen. Weil das ist die kürzeste Strecke. Man fährt nur im Kreis herum. Nur nicht nur im Kreis. Im Online-Modus die totale Katastrophe. Keiner will diesen Babypark spielen, aber es macht sehr viel Spaß, um andere zu trollen. Ja. Ich bin kein Fan von dieser Strecke. Ich bin derjenige, der sagt, bitte kein Babypark, bitte kein Babypark. So. Dann nehmen wir New York Speedway oder New York Minute. Die gehört ganz klar nach ganz oben. Aber ich mag eh eher die neueren Strecken, weil die so einen modernen Look haben. Ach, keine Ahnung, wie ich das begründen soll. Das war richtig mega heftig so. Und die importierte Strecke Mabel Treeway, Freeway, das heißt also, ja, Wicklerwald oder sowas. Heißt es natürlich nicht, aber diese Wicklerstrecke kommt super, weil... ich finde die Farben in dieser Strecke so kräftig und stark und sehen deshalb sehr gut aus. Da haben die Entwickler nochmal einen richtigen Kontrast reingebracht. Die Entwickler haben die Grafik von damals aus den Wii-Zeiten aufgehübscht und die Strecke so nochmal komplett neu wirken lassen. Es ist mega geil, wenn dir die Wickler entgegenkommen, während du dabei vorbeifährst.
Und im Verlauf der Strecke sind sie dann auch wütend. Sehr innovativ geworden und verbessert. Oh ja, die Weihnachtsstrecke. Merry Mountain. Schöne Bescherung. Kommt ganz nach oben. Sie zählt zu meinen Lieblingsstrecken, weil es die erste Strecke ist. Die Weihnachtsvibes versprüht. Auch wenn sie aus Mario Kart Tour geportet wurde. Hier steht nichts bei, könnte also auch eine ganz neue Strecke sein. Ja, ja. Wobei wir bei der Paris-Promenade wären, die zu Super kommt. Super aber nicht Champion, weil... Ey, Digga, Paris. Muss hier dann mal gewesen sein. Und zudem... weiß noch nicht und... ja, die Strecke ist trotzdem auch wirklich super. Mit dem Pariser Turm, der Stadt. Buleg. Guck mal, das kommt so ganz okay. Ich mag die Strecke sehr. Aber... ja... spiele ich es auch nicht so aufgiebig zu. Hat einen gruseligen Flair. Haben sie von dem Gameboy... Zeiten zurück auf die Switch geholt, finde ich ganz nett. Guck mal. Und du fährst halt in der Strecke erst oben auf diesen Holzplanken lang, wo du auch eine bestimmte Abkürzung nutzen kannst und super driften kannst. Mit der Abkürzung machst du einen riesengroßen Vorsprung und dann kommt Unterwasser-Gravity. Anti-Schwerkraft-Modus. Was auch nochmal wirklich sehr, sehr geil und top ist und deswegen kommt Boo Lake zu Super. Und jetzt kommen wir zu einer Strecke, die ich nicht so geil finde. Das ist die Rainbow Road aus den SNES-Zeiten. Deswegen ich sie zu blöd sortiere. Warum? Man fällt da ständig aus den Strecken. Jetzt werden viele Hater sagen, oh, die ist aber so geil. Regenbogen und so. Ja, eure Meinung. Aber meine Meinung ist, ich mag die Strecke nicht. Und da wären wir schon beim Tic-Tac-Trauma. Kommt so ganz okay, ist eine Strecke, die geht durch, die habe ich schon sehr, sehr oft gespielt. Und spiele ich auch immer wieder gerne, aber kommt so ganz okay. Das ist natürlich ein wenig Spekulatius. Dann kommt Toads Turnpick. Auch sehr, sehr geil. Pack ich aber auch so okay. Geil, weil eigentlich so, ja, du fährst auf der Autobahn, dir kommen die Autos entgegen und musst dir dann ausweichen. Manchmal kannst du über so eine Rampe springen, kannst kurz fliegen, kannst in den Seiten seitlich Graffiti-mäßig, anti-Graffiti-mäßig fahren. Dann ein kurzes Stück fliegen, es ist wirklich geil. Du fühlst dich wirklich wie auf so einer Autobahn und fährst da dieses Mario Kart drin. Wirklich geil. Kommt die sensationelle Animal Crossing Strecke, die wir auch zu okay packen, weil ich sie halt okay finde. Sie beinhaltet 4 Jahreszeiten, was ich sehr innovativ finde und auch Animal Crossing zeigt, aber trotzdem packe ich sie zu okay, weil ich sie halt nur okay finde. Ist jetzt auch nicht so herausragend in meinen Augen. Oh ja, Sky! Hi. Sunday. Schweitertag. Ist eine Süßigkeitenstrecke, wo du sofort ans Essen, ans Eis essen, Schokolade essen, Kekse fressen und so weiter und so fort denkst. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Wenn du dieses Level spielst. Wirklich sehr, sehr geil und gehört eindeutig zu dem Punkt Champion. Zu meinen Top-Strecken. Sonderfall wäre für mich, diese Strecke würde ich niemals im Leben spielen. Gibt es so eine Strecke? Wir packen Rainbow zu Sonderfall, weil ich sie nicht so gut finde. Und die dann noch die letzte. Womit wir jetzt 4 Spalten hätten. Ja. In der Kürze zum Beispiel Mario Circuit 3. So, muss ich nicht unbedingt spielen. Ist aber nostalgisch.
weil sie zu den ersten Mario Kart-Strecken überhaupt gehört. Und ja, deswegen, da rein. Tokyo Blur. Komm zu Super, weil ich die Strecke wirklich aus Mario Kart Tour wirklich, wirklich sehr geil importiert finde. Die Grafik ist super. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Wege zu nehmen, während du die Strecke fährst. Und hast auch wirklich viel zu begutachten, während du die Strecke fährst. Easter Eggs und so weiter und so fort. Solltet mal genau hinschauen, wenn ihr diese Strecke spielt. Das ist wirklich geil. Kommst du Rainbow Road? Sonderfall. Muss ich nicht unbedingt spielen. Zum Beispiel wäre mein Grund so, oder man könnte an den Seiten rausfliegen, wenn man so schnell fährt. Gerade ein 200er ist das hier eine Qual. Aber trotzdem, so. Muss jeder für sich wissen, ich spiele nicht so gerne die Rennbahnstrecken. Und, ja. Da kommen wir gleich zur nächsten Strecke. Der Amsterdam Drift. Kommt auch zu Super und zu den besseren Strecken, auch aus Mario Kart Tour importiert. Und fällt euch eines auf, die meisten Strecken, die ich hier rein tue, sind entweder super geil aufgewertet oder aus Mario Kart Tour. Und jetzt kriege ich einen Anruf, wieder mal mitten in der Aufnahme. Wie zum Beispiel Waluigi Stadion. Die Strecke beeindruckt vor allem durch ihre mechanischen Piranha-Pflanzen und Feuerringen, während wir durch den Erdmatsch fahren müssen und den ersten Platz zum Sieg holen müssen. Wirklich sehr, sehr geil. Der Ninja Dungeon hier, die Strecke ist wirklich, gehört zu Super einfach. Finde ich nice und sollte weiter vorne liegen bei Super. Snowland. Snowland ist auch eine wirklich tolle Strecke. Beeindruckt durch ihre Texturen, gerade auf den Straßen. Und tun wir deswegen zu der Champions Road. Ganz, ganz oben. Bei der Warriors Goldmine wären. Diese Strecke kommt zu okay, aber ist auch wirklich super cool, die Strecke, finde ich. Und hier muss man auch alles mal so ein bisschen sortieren. Und da habt ihr schon mal eine Tierlist von einigen Strecken, die wir jetzt hier haben. Die Kalimari-Wüste gefällt mir auch ganz gut. Und sollte ganz, ganz oben hinkommen. Bangkok Abendrot. Strecke. Die, soweit ich weiß, an Thailand erinnern soll. Ist für mich auch die Champion-Strecke. Hier, der London Loop ist auch noch ganz okay. Aber wirklich, das kommt eher für mich so ganz okay. Aber feiere ich auch noch. Und kommt auch etwas weiter vorne sortiert dann, aber ja, eher zu denen hier. Singapur Speedway-Strecke aus Mario Kart Tour ist wirklich, gehört zu den Strecken, die ich super finde. Gerade mit den ganzen Wasserfontänen, die dann auch noch leuchten und du fliegst da durch. So wie den schlafenden Goombas auf den See in ihren Swimming-Spool-Reifen da. Zu Bowser's Castle. Wir können die Liste natürlich größer machen. Ich finde, Bowser's Castle kommt so super. Jo. Wirklich super, die Strecke. Beeindruckt durch ihre starken Farben und besonders beeindruckend finde ich auch Bowser, wie er dann zuschlägt und versucht, dich aufzuhalten, während du die Strecke fährst. So, oh, boom! Ach, ne Fliege, hier ist es ein bisschen zu hart für dich, kleiner Schwamm. Zu hart für mich? Da ist der Babypark. Na endlich, du kommst zu den Sommerferien, dich wollen wir gar nicht fahren. Definitiv nein. Bin ich kein Fan von, und auch diese Strecke hier, Mushroom George, ist eher so eine Strecke, ja, die finde ich standardmäßig so. Du hüpfst auf diesen Pilzen und bist dadurch ein bisschen höher, was die Sprungkraft angeht, aber du fliegst auch sehr leicht runter. Und beim Babypark ist es so, du hast eine sehr kurze Strecke von 8 Runden und das kann schon mal sehr trollen, wenn dann da viele Online-Fahrer unterwegs sind. Elektrodrom, die Strecke, beeindruckt gerade deswegen sie zu Super kommt, weil es da regnet. Das hast du auch auf kaum einer Strecke. Obwohl, das hast du, glaube ich, auch in New Bowser City, oder? Dann ist es doch eher
hier mit dem Regen und hier nicht. Aber diese Strecke ist trotzdem sehr, sehr cool. Hyrule Circuit. Eine Strecke, die an Zelda angelehnt ist. Fand ich schon immer super. Kommt aber zu Champion-Strecken, weil es Zelda beinhaltet und ich Zelda persönlich sehr, sehr feier. Rubine Farms. Ganz genau, genauso wie in Yoshi's Island, da farmst du auch statt Münzen Yoshi-Münzen. Ich hoffe, dass es euch aufgefallen ist, dass das die beiden Strecken sind, die eine Ausnahme bilden und keine normalen Münzen beinhalten. Dann der Klassiker Trump Ruine. Ja, richtig gehört, eine Strecke mit einer sehr geilen Abkürzung in der zweiten oder dritten Runde. Das Steinkugel, die Steinkugel, die da runterrollt, finde ich auch sehr nice. Und dann würde ich sagen, Sweet Sweet Canyon ist auch eine Strecke, die ich super finde. Gerade weil sie Süßigkeiten beinhaltet und ja, so Süßigkeiten Canyon, so weißt du. Die Strecke sieht gut aus, man kriegt Hungergefühle und ist einfach eine super Strecke, muss ich sagen. So. Okay. Dann die Wariotal-Abfahrt. Kommt zu super. Ist eine Strehstrecke. Innovative Strecke, weil sie sich ständig verändert, Runde für Runde. Und du einfach den Berg runterfährst, quasi bis du unten bist, wie so ein Skifahrer. Und das finde ich geil. Diese Vibes, die dir dort vermittelt werden. Wo wir zum Sunshine Airport kommen. Die Strecke beinhaltet Flugzeuge, Flughäfen. Und du fährst sogar durch so ein Flugzeug. Oder unter so einem Flugzeug durch. Ich glaube, da sind sogar Flugzeuge, die starten. Und ich finde das einfach wirklich geil. Trotzdem kommt es zu den Strecken. Ja, doch zu den Strecken. Super. Nehmen wir den Musikpark. Eine Strecke, die wir alle schon aus den 3DS-Zeiten kennen. Wirklich innovativ. Und die feiere ich. Und die kommt zu meinen Champion-Strecken. Weil. Ja. Der Toad. Die Toad-Strecke hier. Die packen wir zu super, weil sie super ist. Bin ich ganz ehrlich. Der fliegende Toad und die Strecke, die Farben, die an den Toad angelehnt sind. Das passt alles super zusammen und ist eine typische Mario Kart-Strecke. Kommt aber so super, weil ich sie sehr feiere. Und weil sie in den DLC natürlich nochmal aufgehübschter ist. Waluigi Flipper. Kommt zu super. Hast du einfach Casino-Vibes, wenn du das spielst. Und muss man mal gesehen haben. Ja, ja, ja. Cloud Top Cruise. Nehmen wir die Strecke mal. Beeindruckt durch ihre Luftschiffe. Durch Bowsers Luftschiffe. Und dass wir dann durch die Wolken fliegen. Und ein Gewitter miterleben, wenn wir durch die Wolken fliegen. Und, Dance, dance, dance. Sehr gut. Einhorn. Einhorn, Einhorn, Einhorn. 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 Genauso wie die Mumu Nidos Strecke. Was mit Bauernhof, Kühen und so weiter und Landleben zu tun hat. Wo dir die Maulwürfe schon entgegenspringen. Die Montys. Ist für mich so eine Strecke, ja. Standard, Leute. Und deswegen gehen wir weiter. Weiter zu Mario Circuit. Kommt zu, okay, muss ich nicht unbedingt spielen, ist aber trotzdem eine geile Strecke. Wo wir zum Sorbetland kommen. Die Strecke allerdings finde ich wieder super, weil es eine Schneestrecke ist und weil es hier auch einfach, ja... Die ist aus den Gamecube-Zeiten und sie wurde importiert und sie ist einfach, ja, sie sieht top aus. Und wenn ich das da gerade richtig sehe, siehst du da sogar ein Feuerwerk, was sie einzigartig macht, glaube ich. Nun ja, nun ja, nun ja, die Rainbow Road, wer kennt sie nicht, ist für mich wieder eine Strecke, die jetzt ganz okay ist, aber trotzdem zu den Sonderfällen kommt, weil ich sie nicht unbedingt spielen muss. Himmelsgarten. Das ist eine Strecke, die ganz okay ist. Fährst du durch den Himmel, siehst eine Riesenranke, die in den Himmel führt. Ist wirklich sehr geil, aber kommt so okay. Im Gegensatz zu dem Luigi's Mansion-Thema hier, kommt wieder so super. Schaut euch gerne den Link hier oben an, in meiner Beschreibung, den ich jetzt einblenden werde.
führt euch zu den Luizis Menschen 3 LPDs, was ich gebracht habe. Leider noch ohne Facecam. Ja, Mario Circuit 3 sollte zu okay, wir ändern das. Mario Circuit 1 kommt auch zu den Strecken, die okay sind, die man spielen kann. Schoko Mountain Strecke, also die Schokoladenstrecke, Schokoladen Canyon Strecke, kommt wieder zu den Strecken, die ich eigentlich super finde. Ist doch eine Strecke, die muss ich sein. Dafür kommt Trump Marines wieder hier hoch zu, okay. Und ja, da feiere ich Mario Circuit 3 mehr als Mario Circuit. Wahrscheinlich liegt es an der Grafik. Yoshi Circuit. Sehr selten gespielt, deswegen eigentlich ein Sonderfall, aber gehört zu den Strecken, die ganz okay sind. Weil sie halt auch so gut aussehen und ja. Eine Yoshi-exklusive Strecke ist, Leute. Randa. Der Cheep Cheep Beach. Die Strecke, wo euch ganz viele Cheep Cheeps hier in Lost Levels entgegenspringen. Gehört zu den Strecken, die ich super finde. Beinhaltet das Thema Strand, Palmen, Sonne, Meer. Du fährst teilweise durchs Wasser oder springst über das Wasser mit einem Boost. Dir kommen Cheep-Cheeps entgegen und du fährst auch teilweise kurz durch so einen Dschungelabschnitt. Noch eine Yoshi-Strecke. Yoshi's Valley. Machen wir das nicht eben schon? Nein. Kommt auch zu okay, oder? Ja, auch zu okay. Oder ist das super? Erstmal zu okay, weil ich habe den nicht oft genug gespielt. Müsste dann eigentlich ein Sonderfall sein, aber naja. Wo wir zu wahres Stadion kommen. Auch zu selten gespielt eigentlich. Aber ich habe die ganz normalen Strecken eh viel zu lange nicht mehr gespielt in Mario Kart 8 Deluxe. Von daher. Deluxe. So. Mario Stadion kommt einfach zu den Strecken, die okay sind. Oder zu den Sonderfällen. Lieber zu den Sonderfällen. Dualt oder wie auch immer man das wieder ausspricht. Ja, ich bin ja nicht in Englisch wie immer. Ist eine Strecke, die ganz okay ist, habe ich schon ein paar Mal gefahren und ich finde sie wirklich gut. Gerade die Delfine, die da mit ihren Taucherbrillen sehen wirklich sehr gut aus. Die Wüstenstrecke, Dry Dry Desert, kommt auch zu den Strecken, die ich super finde. Weil einfach Wüstenlevel und wirklich super geil deswegen. Und die Strecke Mabel Treeway kommen zu den Strecken, die ich als Champion-Strecken beurteilen würde, weil sie sehr gut sind, genauso wie der Ninja Highway. Und die Singapur Speedway-Strecke kommt auch da rein. So wie die Tokyo Tour. Alle Strecken, die mir das Gefühl geben, ja, es ist schon etwas ganz, ganz Neues. Ich dreh noch völlig durch. Kokain! Überall Kokain! Überall Kokain! Und schon hat sich die Rangfolge schon wieder geändert. Ja, ja, Leute, so sieht's aus. Kommen wir zum Big Blue. Eine Strecke, wo du auch teils viel unter Wasser fährst. Paar ein bisschen in Strecken, die ich super finde, weil die schon etwas für sich hat. Rock Rock Mountains. 3DS-Strecke. Wirklich sehr. Ja, importiert auf die Switch, sieht gut aus, haben sie aufgehübscht, die Texturen sind auch besser. Eine Strecke, wo du teilweise erst so eine Rampe runterfährst und dann ein Stück fliegst, durch so einen Waldabschnitt. Und dann musst du schon wieder bergauf fahren, dir kommen Steine entgegen, die würde ich auch zu okay tun. Donut Plains 3. Komm zu den Okay-Strecken oder auch zu den Sonderfällen. Muss ich nicht unbedingt haben. Ist ein alter Hut für mich. Wurde auf die Switch gebracht. Ist hübsch, aber. Ja. Im Moment Nono-Lieben. Nix-Lieben. Grumble Rucano. Eine Weed-Strecke. Wirklich sehr, sehr geil. Kommt erstmal zu Okay. Würde ich aber sonst auch zu super tun, weil.
Es ist einfach geil, durch diese Vulkanwelt zu fahren und dann bricht die Strecke auseinander. Und eventuell kriegst du noch Lavabrocken ab und wirst von der Strecke gedrängt. Und das ist geil. Das ist einfach nur geil. Und im 200er Modus eine Qual. Mario Kart Stadion. Okay, gehen wir weiter. Der Wasserpark ist auch eine Strecke, wo ich zu wenig Erfahrung habe. Deswegen kommt es zu den Sonderfällen. Die Toad Harbor Strecke kann ich zu keinem Ableger zuordnen. Ist vielleicht auch eine neue, weiß ich nicht. Ist aber eine Strecke, die ich okay finde. Designtechnisch sowie auch fahrtechnisch. In Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass haben sie das Spiel erst zu einem Mario Kart Wii Ableger umformatiert, was die Schwierigkeit in dem Betrug angeht. Aber jetzt haben sie das wieder geändert. Und das hat man teilweise auch an der Strecke sehr gut gemerkt. Ribbon Road, Game Boy Advance Zeiten, jetzt auf der Switch, wirklich cool mit diesen Clowns-Kutschen, die einem entgegenspringen. Die Strecke ist schön designt, kommt aber zu okay, weil sie einfach für mich in meinen Augen einfach nur okay ist. Tut mir leid, das zu sagen. So, dann würde ich sagen, Peach Schlossgarten ist eine Strecke, die ich zu den Strecken tun würde, die ich super finde. Hell yeah, I can swim, girl. You okay? Huh? You okay? Stand up! Wait! Stand up! Give me a float! Grab the floaty! Grab my head! Grab the floaty! This motherfucking nigga! See, this is exactly why I don't underwear! Das ist einfach Nostalgie pur, Leute! So. Dann kommen wir zu den DK Jungle. Absoluter Champion-Strecke, DK-Strecke, einzigartig. DK-Fässer, wirklich super. Muss. Wo bist du denn? Shy Guys, Volkscore. Eine Strecke, die ich persönlich super finde, gerade weil es auch das Gebirgsthema beinhaltet und auch extra was für die Shy Guys ist. Muss, Leute. Dragon Driftway ist eine etwas neuere Strecke, kommt aber zu den Strecken, die ich zu selten gespielt habe und deswegen eigentlich ein Sonderfall sein müsste. Doch wir packen sie mal zu ganz okay. Dritter Tag. Ja. So, es ist der Endspurt angesagt. Die letzten Strecken, Leute. Sydney Sprint. Eine Strecke, die ich persönlich super finde. Und es gibt einen Film, der in Sydney spielt. Wisst ihr ihn? Fände F an. Findet Nemo! Berliner Byways. Mario Kart Tour, definitiv eine Strecke, die zu den Strecken kommt, die ich super finde. Neu, innovativ, aus Mario Kart Tour, fühlt sich neu an, wenn man Mario Kart Tour selten gespielt hat und deswegen auch ein Muss. Rainbow Road aus den 3DS-Zeiten ist super geportet, kann man zu super tun. Meine persönliche Meinung wäre ein Sonderfall, weil ich sie nicht gerne spiele, aber gut tun wir sie einfach mal zu super. Vierter Tag. Würde aber keiner verstehen. Aber es ist wirklich eine Strecke, die eigentlich super ist. Also. N64. Oder auch in, ja. Nintendo 64 Zeiten Royal Raceway. Jetzt auf der Switch. Ist eine Strecke, die super aussieht und sich auch super fährt und ein bisschen an Formel 1 Stripes erinnert. Deswegen sie bei den Strecken reinkommt, die ich super finde. Und ja, ihr wackelt mir das so viel. Die Schokoladenstrecke, die tue ich jetzt in Strecken, die in die Champions League kommen, weil ich sie super finde. Ja, einzigartig, Leute. Hab mich umentschieden. Eine Wii-Strecke, Coconut Mall, ist definitiv eine Strecke, die super ist. Speziell hat die Strecke etwas vorzuweisen, und zwar sind auf der Strecke
Autos, die da einfach so rumstehen. Nintendo hat es mit einem Update geschafft, dass die Autos sich jetzt bewegen, beziehungsweise schneller bewegen als früher, womit die Schwierigkeit angezogen ist. Und statt 2 Autos kriegt ihr es jetzt mit 3 zu tun. Ja! Yeah. Und wie gesagt, gleichzeitig haben sie damals dann mit einem Update auch die Schwierigkeit allgemein angekurbelt und den Betrug verschärft. Wo ich mich so frage, really Nintendo? Da bin ich ganz sauer. Okay, weiter geht's. Super Bowl Subway. Eine Strecke, wo ich zu wenig Vorwissen habe und sie deswegen zu okay tue. Ich habe sie schon ein paar Mal gezockt, aber jetzt kaum noch in Erinnerung, deswegen. Kommen wir zu dem DS-Titel Shroom Ridge. Kann mich gut an diese Strecke erinnern, hab sie erst neulich gespielt. Da kommen dir auch wieder Autos entgegen und musst ausweichen, bist auf so einer Landstraße. Die Vibes finde ich geil. Exit Bike Arena, also eine Bike Arena. Ich sage, okay, die Strecke ist okay. Was für Biker und so, ne? Muss. Ich hab's auch falsch ausgesprochen. Keine Ahnung, wie man das Wort wieder ausspricht, so. Bone Dry Downs oder Dunes, Duns, was auch immer. Man sieht da ein Luftschiff. Hab zu wenig Vorwissen, kommst du in den Sonderfällen? Ist aber bestimmt eine geile Strecke, ich will nichts gegen die Strecke sagen. Puh, das ist ja jetzt schon ganz schön viel. Weiter geht's. Piranha Plant Slide. Ja, ich kann nämlich doch ein bisschen Englisch, aber nicht jedes Wort so, weißt du? 3DS-Zeiten jetzt auf der Switch ist eine coole Strecke, die definitiv zu den Strecken kommt, die okay sind. Hat auch nicht die beste Grafik. Jetzt kommt Ice Ice Outpost. Outpost? Oder Outpost, was auch immer. Ist teils eine Eisstrecke, ist eine Strecke, die jetzt okay ist. Habe ich eigentlich auch zu wenig vorwissen sollen. 5 Strecken noch, Leute! 5! Grüntauben stürmen dein Haus, Ballera. Wir sprengen deine Haustür einfach raus, Ballera. Wir sind dann bei dir drinnen, du kannst uns nicht entrinnen. Du siehst dabei ganz schön blöd aus, ja. New City, zu wenig Vorwissen. Sieht sehr modern aus, kommt zu den Strecken, die okay sind oder eher so Sonderfall. Muss es nicht unbedingt sein. Cheeseland, also das Käseland, ist eine Strecke, die definitiv auch zu Strecken gehört, die super sind. Und jetzt noch, alle guten Dinge sind 3, dann haben wir alle geschafft. DK Summit, eine Schneestrecke, die definitiv zu den Strecken kommt, die okay sind. Jetzt eine Strecke, die ich wieder zu super sortieren würde. Und zwar die Riverside Park Strecke. Du fährst teils durch so einen Gebirgsdschungel und triffst diese Piranha-Pflanzen, die ihre Stachelnüsse da spucken und hochpusten. Die so ein lustiges Ploppen verursachen, wenn du gegen sie fährst. Das ist wirklich geil. Und ja, deswegen bist du super und ein bisschen weiter nach oben gerannt. Die letzte Strecke ist die Wildwood-Strecke. Auch so eine, ja, ich glaube, Waldstrecke. Wo dir die Joe zu winken, kommt aus den Strecken, die ich jetzt als super achte. Alles auf das Waldthema beinhaltet so. Und jetzt. Ich hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen. Da hatte ich bloß noch 3. Definitiv würde ich die Strecken so sortieren. Und das war meine Tierliste zu den Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass Brave 1 bis 4. Alle Strecken. Und ich glaube, das sind sogar welche aus dem ganz normalen Spiel gleich mit dabei. Halt einfach alle Strecken, oder? Definitiv. Viel Spaß mit diesem Video. Und schaut euch unbedingt jetzt noch das Video an, was ich hier verlinke. Das ist nämlich die Präsentation zu Zelda Tears of the Kingdom, die ich mit meinem Kollegen Tim dokumentiert und ja. Dokumentiert habe. Viel Spaß damit. Nein.